Hallo, liebe Leute. Heute geht es mal darum, wie man denn einen Homematic-Tür-Fenster-Kontakt vom Typ HM, SEC, SC oder auch SC2, ist ganz egal, an eine Metalltür bekommt, die ja das Magnetfeld ziemlich stark abschirmt. Ganz einfacher Trick: Man nimmt dazu zwei Magnete und die lässt man gegeneinander laufen. Das sieht dann folgendermaßen aus. Hier in der Tür ist das schon soweit präpariert. Da stecken wir jetzt ganz einfach mal den Sensor dran. Oh, er meldet gerade, dass die Sabotage vorbei ist. Und jetzt probieren wir mal gerade, wie das denn sich mit einem Magneten verhält. Da tut sich nämlich nichts. Schade eigentlich, ne? Gut, setzen wir diesen Magneten mal zu, weil wenn ich das nämlich jetzt den zweiten Magneten dabei setze, würde der erste aus seiner Verankerung gerissen, den Magneten nicht so setzen, dass die sich anziehen, sondern so, dass die sich abstoßen. Und da sieht man auch schon, es wird eine Meldung gegeben. Machen wir auch den Deckel zu. Und schon funktioniert die Tür-Fenster-Sensorierung auch an Metallgegenständen. Der Rahmen hier ist aus Metall. Das ist eine Feuerschutztür. Somit alles ziemlich eisenlastig. Und mit einem Magneten funktioniert die ganze Geschichte nicht. Es müssen halt zwei her, die im Magnetfeld sich gegenseitig abstoßen und somit das Feld nach außen dehnen. Auch zu beachten ist, ich habe hier, man sieht es vielleicht auch, ein sehr geringes Spaltmaß gewählt. Also die beiden Magneten sitzen direkt aneinander und die wiederum sitzen auch sehr dicht an dem Sensor, weil sonst würde das auch nicht funktionieren, wenn da mehr Abstand wäre. Aber das müsst ihr zu Hause ausprobieren. Ich wünsche euch viel Spaß und hoffe, der Trick hat einigen geholfen. Tschüss!